Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Monaco. Hey, der hat mir meine Anlage versaut. Ich esse Brot. Ja, sweet, sweet revenge, my friend. Finde ich gut. Wir haben gerade mal ganz schnell irgendein Level ganz schnell durchgezockt und da alle Coins eingesammelt, damit wir jetzt das nächste Level spielen können, damit ihr nicht euch das Level noch tausendmal antun müsst, was wir beim letzten und beim vorletzten und beim vorvorletzten Mal durchgespielt haben. Ich glaube, das war die siebte Runde, oder? Und habe ich jetzt wieder die Knutschtrüller genommen. Genau. My love, what about the museum? Won't they find something that places us there? Klingt sehr überzeugend. Agreed. It would be prudent to visit the crime scene. No, not clean it up. 'Tis easier to hide in a cluttered room than an empty one. The gentleman was always one step ahead. While we were at Security, he purloined. Was ist das denn für ein Wort? Kenne ich nicht. A few items of David's. Stray hairs, code fibers, fingerprints from his computer. It's time we put the investigators at the museum onto the scent of the real thief of Monte Carlo. Grab evidence of the seven men and David's DNA to the museum cream shrine. Ready? Nimm den Schwanz aus dem Mund und spiel! Nein, der soll ihn drin behalten. Ich find's gerade ziemlich angenehm. Wir haben Kram! Lieber, ne? Aventura, oh, ist das gut, Franz. Wo müssen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Verdammte Scheiße! Kacke! Ja, die haben ja alle MGs. Red weiter. Alter, ist das denn normal? Ah, ja, natürlich ist hier noch jemand. Ja. Richtig, ruhig, nicht gut. Blöd. Wer ist denn jetzt alles tot? Du. Oh, nur ich. Ich hätte eigentlich gedacht, ich auch, aber nö. Zacki, zacki, zacki. Hier rechts unten, Basti. Da kommst du nicht lang. Ich komme überall lang. Wir brauchen 4 Trophäen übrigens. Guck mal, wo Basti jetzt sterben wird. Was denn? Ist das ein Problem, Alter? Ja, also ist uns das scheißegal mit den Coins jetzt auch wieder in diesem Level. Ja, lass uns doch erstmal den Pokal holen, weil wir sagen, ach, wir haben noch Bock, wir können mal wieder sterben, dann können wir ja noch immer. Wir holen die Coins einfach auf dem Rückweg. Genau. Als ob, Alter. Was sollen eigentlich diese Dinge hier sein, vor denen ich hier gerade stehe? Wo stehst du vor? Na hier. Dieses. Ich glaube, das ist ein Felsen. Ja, genau. Das ist hier halt so ein bisschen in den Fels eingearbeitet. Das ganze Gehütte. Die Schussdinger können darüber hinwegschießen. Ah! Oh, Basti, kannst du das hier kaputt machen? Da ist ein Raketenwerfer. Das hier? Mhm. Soll ich? Oh, das ist ungünstig. Die rothaarige liebt große Raketen. Oh, das ist alles schlecht hier. Das ist alles. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist doch nicht normal hier. Nein! Alter, die schießen echt über alles drüber hinweg, die Dinger. Ich komme jetzt auf jeden Fall nicht weg, ohne zu sterben. Ja, warte, gar rechts? Kein Problem. Nach rechts und hoch? Also, nee, da stehen 20.000 Leute. Au, au! Ich kann hier schon durch, aber ich glaube, ich werde hier nicht durch. Yo. Du musst nur schnell genug da durch. So, er hat mich schon gesehen. Okay, Achtung, Laser! Alter, ich bin da genau reingelaufen. Ah! Ich bleib einfach mal hier oben und chill. Ich bleib einfach mal hier unten und chill, wa? Halt das rein! Habadabadaba! Und jetzt! Ach da. Vorsicht! Kein Problem. So, da kommst du jetzt nicht mehr weg, Alter. Nee. Da ist noch so ein Ding! Ja! Ist das eigentlich euer Ernst? Macht ihr das absichtlich?
Wollt ihr dieses Let's Play hier sabotieren? Petri, komm. Franz tut immer so, ne? Als wäre er derjenige, der. Ja, die Sache ist entweder, er rennt einfach vor. Ja, und ja, wir Renner müssen durch die ganze Scheiße rennen. Ja. Nein, nein, nein! Oh, danke. Oh, okay. Nach links. Oh. Ja, nicht so schnell. Oh, das ist doch nicht wahr, Alter. Los! Ich bin noch dabei, Mann. Ach, wie beschissen diese Runde ist. Was, das sind solche Ärsche. Ich hauen. Ah, ich hab aus Versehen mit dem Raketenwerfer habe ich. Wo müssen wir denn überhaupt hin? In welche Richtung? Hat irgendjemand hier einen Überblick? Wir müssen erstmal herausfinden, wo wir hin müssen. Das ist, da hat. Okay, ich bin tot. Die ganz recht. Oh. Nicht wurde ich. Ich liege hier relativ ungünstig. Ich tu immer so. Ja, ich tu immer so. Aber im Endeffekt. Na, Basti, wir müssen jetzt Fred holen. Das ist eine gute Idee, Basti. Riesengroßer Platz hier. Ja. Kannst du durch das Fenster? Ich kann überall durch, mein Freund. Nee, also nicht überall, aber... Dann mach doch. Warte! Vollkommen egal, ich hole jetzt Fred. Dann mach das mal. Oh! Wer war das denn? I call that skill! Das war eine EMP. Sehr gut. Das ist einfach in Top Secret, wa? Da wird vielleicht coole Sachen und so. Da sind auf jeden Fall zwei Pokale. Sind hier wahrscheinlich alle. Warte, Basti! Wie ich als dicker Gentleman hier rumlaufe. Ich bin eine Seerobbe. Da links sind die ganzen Pokale. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses verfickte Drecksding geht genau an, wenn... Oh, jetzt sterbe ich auch. Alter, ich hab langsam keinen Bock mehr auf dieses Game. Oh, ja. Aber ich bin als letzter gestorben und... Boah, okay. Alle Kristalle, Diamanten hier, wird nichts. Sage ich jetzt von vornherein. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist schon mal viel wert. Ja. Man muss es einfach positiv sehen. Bist du nochmal oder machen wir das? Ja, nee, wir nehmen das jetzt nochmal. Okay. Ich nehme mal. Apropos nochmal nehmen, ich nehme nochmal den Red Hat. Ich bin als Hacker dabei. Ich glaube, der ist ganz nützlich bei den ganzen Lasern. Ja, auf jeden Fall. So, wir können auch jetzt direkt nach rechts hier. Nee, hier oben ist was. Ich glaube, wenn wir. Achso, ihr geht jetzt beide nach rechts? Ja. Hier hatten wir ja den. Basti gräbt sich einfach durch. Ich habe das erste Wort, was ich gehört habe, war rechts und jetzt. Du nimmst okay, jetzt aber auch dann richtig keine die Befehle mehr entgegennehmen. Die Rolle des Moles nimmst du dann richtig an, ne? Oh, wir können von hier aus die Leiter hoch. Das ist ja interessant. Ja, das war perfekt, also ganz ehrlich. Hast du nichts eingesammelt, ja. Sehr geil. Gehen wir hier nach links? Ja. Oder hier runter. Nee, das geht nicht, aber hier nach links, bitte. Danke. Und dann müssen wir. Oh, Vorsicht. Hier runter. Gib mir. Oder hier links den Raketenwerfer, damit den Fred hat. Damit der irgendwas kaputt schießen kann. Oh. Dann ist er erstmal ruhig. Dann ist er. Hält er erstmal die Fresse. Hier links? Kannst du hier durch den Stein? Ja, ne? Ja. So, ich hole mir hier nochmal den Stecker und dann geht's los. Okay. Okay. Und nach links. Oh, wie gut. Mann, es geht doch. Wartet, wir gehen nach rechts, glaube ich. Bin, glaube ich, am günstigsten. Oh, cool, oder, dadurch, dass du die Kamera gehackt hast, kann man da reingucken. Ist geküsst. Oh, sehr gut. Der ist sehr gut geküsst. Der ist sowas von geküsst, Alter. Wo war denn hier der... Wo war denn hier der Auf- und Abgang? Ich glaube, ganz rechts. Ist ganz schlecht hier gerade, wo ich bin. Die Arschlöcher immer über die Felsen hinweg schießen. Ach, hier da. Unten. Oh, oh. Ja, Fred, du schaffst das. Boah. Okay, hier muss... Wir müssen Wer hat denn am meisten Leben von uns? Ich glaube, ich... Willst du einfach hier bleiben? Als Sicherheits...
Ups. Okay. Huch, das war ich nicht. Nee, wir müssen alle raus. Ja. Und dann müssen auf drei! Nein! Ich bin tot. Das war nicht abzusehen. So, wir warten jetzt erstmal, bis die weg sind und dann machen wir das Ganze. Ja. Weil wir müssen ja dann den Aufgang wieder knacken. Ja. Kostet ja alles Zeit. Verpiss dich, Alter, guck nicht so blöd. Upp. Nein. Upp. Upp. Jetzt. Upp. Wuppity 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 wuppity. Oh, wie mein Controller vibriert. Ja. So. Hast du dich auch früher immer angerufen wegen deines Vibrationsalarms und dann hast du dir das Telefon in Sachen gesteckt? Nee. Machst du hier die Wand kaputt, bitte? Wo denn? Hier links? Hier links, ja. Die Wand. Einfach jetzt alles einsammeln, ganz schnell. Aber Vorsicht! Oh, die drehen sich hier gegengesetzt. Oh, hier die Leiter, ich kann mich nicht bewegen, weil Fred vor mir gestorben ist. Ich krieg die Krise. Da komm ich nie schon mal zwei von den, ich bin gerade nie. Ich bin gerade voll im Sprinten, ja? Fred kippt vor mir um und ich bleib stecken. Ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Ich komm da nicht hin. Es ist einfach unmöglich, da hinzukommen. Du schaffst das. Nein, wirklich! Du schaffst das! Ich höre immer nur Mimimimimi. Jetzt gesehen, sah. Oh, du wurdest gesehen. Ja. Jetzt nicht mehr. Ah! Das ist ungünstig. Ja, das ist irgendwie beschossen, ne? Dass es immer überall durchkommt, dieses Drecks. Es kommt ja nicht überall durch, das ist es ja. Es sind eben diese Wände, die durchgestrichen sind, durch die es nicht durchkommt. Oh! Oh, ja. Ja, ich komme aber trotzdem nicht durch, wenn da so ein Wachmann ist. Fuck it. Das ist ja nur ein kleiner Wachmann. Ja, ich versuche mir gleich mal die Ausrüstung dazu holen. Ja. Da links, das Uniförmchen. Wo ist denn da ein Uniförmchen? Da, oh. Das Gesicht sah. So, jetzt geht's ab. Das reicht nicht. Ne. Scheiße. Ah, fuck. Hey. Also das hättest du aber besser machen können. So, die nächste Folge von Monaco wird dann mit zwei anderen sein. Endlich! Fred spielt das alleine. Endlich! Endlich hat das Leiden ein Ende! Du bist auch mehr so der Rage-Quitter, Basti, ne? Quatsch, Basti raged nicht. Nö, ich spiele einfach so eine Spiele gar nicht. Ja, genau, der ist bockig und dann hat sich das. Weil auch nicht bockig sein, Basti. Fühl dich doch mal. Ich bin nicht bockig. Ich finde es total schön, das ist total geil, dass man immer 50 Stunden in ein Level steckt. Das ist einfach schön. Ach, aber das machen wir hier, Sand of Arrival, machen wir dann erst wieder im nächsten. Da brauche ich mal einen Schnaps, dann hole ich mir nach dem leckeren Brot jetzt, ja, hole ich mir jetzt einen leckeren Runde. Schnaps. Achso. Ja. Kann man ja beides verbinden, ma. Ja, echt. Schüttelt, dann mache ich mir das Glas nicht so voll, dann verschütte ich nichts. Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer? Es ist auf jeden Fall ausreichend. Ausreichend gefüllt. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Hacker den Mole in den Gentleman verwandelt. Per Kuss um Mitternacht. Ja. Genau so wird's sein. Ein modernes Märchen. Richtig. Tschüss.